Das schleppe ich nicht mit. Eine Wollmaus. Ja, meine zweite Wollmaus. Sehr schön. Wir müssen noch Wollmäuse fangen. Wir müssen mehr Wollmäuse fangen. Von innen verschlossen. Okay, können wir hier zur Seil bauen? Aha, ein Schrankenhalter. Dazu fällt mir nichts ein. Die Schranke passt perfekt in die Halterung. Was bist denn du für ein Vogel? Ui. Ich will ihn nicht provozieren. Er sieht gefährlich aus. Ein gefährlicher Vogel. Vielleicht können wir mit Hack. Nicht so nah. Vielleicht verstehen die sich ja irgendwie. Vorsicht, flieg da besser nicht zu nah dran. Ich dachte, vielleicht verstehen die sich so unter Vögeln. Von Vogel zu Vogel. Können das mal klären. Windgabel. Ich glaube, hier fehlt der Windmesser. Haben wir nicht ein Windmesser? Vielleicht können wir Wollmäuse hier mit dem Vogel. Nein, die arme Wollmaus. Ein Fernrohr. Huch, das war knapp. Blöder Vogel. Wie werden wir ihn denn los? Ein bisschen Kaugummi. Wenn ich dir das hier als Wegezoll? So wird das nichts. Mit Zahnreihe sei den Kopf abschnüren. Wenn ich dir das hier als Wegezoll? Ein Heftzwicker. Nee, Vogel. Ich will ihn nicht provozieren. Aha. Schlitz. Die erste Fahrkarte. Huch, das war knapp. Blöder Vogel. Aha, Conray, Conray Kopf. Huch, das. So, vielleicht kein Hack. Da lang. Du wirst schon deine Gründe haben. Schlitz hacken. Ich glaube, da muss man ein Ticket reinstecken. Okay, Schranke. Nicht doch. Laura bringt mich um, wenn dir was passiert. Das bringt auch nichts. Nicht so nah. Das Fernrohr. Hacken ist nicht immer die Antwort. Hey, alter Freund. Okay, den können wir nicht anhacken. Ich kann mir die Windkabel anhacken. Ne, können wir nicht. Okay. Jetzt mal Platz zurück. Vielleicht kann ich hier noch einiges tun, was wir noch nicht konnten. Wäre natürlich eine gute Idee. Möhreneingang. Oha. Tatsache. Fass. Hey, du setzt dich jetzt sofort hin und tust gar nichts mehr. Ach, das war die Ansagerin. Die Mittagspausen. Wag es bloß nicht nach mir zu hacken, Freundchen. Knopf. Fließband abhacken. Nicht. Trichter. Rohr. Es reicht. Jetzt machst du aber mal Pause. Aha.
Aha, zum Dach. Okay, zum Dach können wir nicht. Jetzt ist Feierabend, du Vogel. Werkzeug. Wenn du etwas leihen möchtest, dann frag doch einfach. Vielleicht hat der Typ auf dem Marktplatz jetzt Pause gemacht. Und wir müssen irgendwie die Tür aufkriegen. Nee, der hat noch keine Pause gemacht. Wir sollten besser keine Aufmerksamkeit erregen. Aha. Wieso nicht? Plakate oder Schilder abnehmen. Wir. Tja. Ein Feld anhacken. Könntest du nicht da runterfliegen? Tja, Flagge. Wir sollten besser keine Aufmerksamkeit. Aha. Anzeigetafel. Die bekommst du nicht gehackt. Plakat. Plakate oder Schilder abnehmen, ist in Asposien verboten. Wir sollten... Tja. Hey, kleiner Freund. Komm zu Tante Libretta. Nicht. Es tut mir leid, aber du kannst nicht immer alles mitnehmen. Wenn du meinst... Hack. Hör auf, da drauf rumzuhacken. Oh, eine Wollmaus. Können wir die noch mitnehmen? Haben wir eine dritte Wollmaus. Danke. Was sollen wir damit machen? Nicht aufhacken. Bekommst du die auf? Das war ein Nein, oder? Vielleicht von innen. Nee, so bekommen wir sie nicht auf. Tja. Den Knopf können wir drücken. Wag es bloß nicht nach mir zu hacken, Freundchen. Wag es bloß nicht nach mir zu hacken, Freundchen. Ah, verstehe. Wir müssen jetzt dazu bringen, dass die hier eine Pause machen lässt. Du setzt dich jetzt sofort hin und tust gar nichts mehr. Jawohl, darauf habe ich gewartet. Endlich Mittagspause. Sehr schön. Okay, er macht Mittagspause. Der Käse ist ja knallhart. Ungenießbar. Bei Conroy hätte es das nicht gegeben. Na sicher. Okay, kommen wir jetzt durch die Tür durch. Müssen ein Stück Käse nehmen. Von innen verschlossen. Die Tür ist immer noch fest verschlossen. Jetzt können wir hier vielleicht einiges machen. Tunnel. Den bekomme ich nicht auf. Nichts weiter zu sehen. Ein Knopf. Das müsste der Lore weiterfahren Knopf sein. Aha. Vielleicht kann sich die Taubenklot retten. Vielleicht können wir uns irgendwie reinsetzen. Der Lorencheck lässt nur Wollmäuse durch. So, da kamen wir welche. Wollmäuse? Und Lore? Nein,
Vielleicht brauche ich sie noch. Ach Mensch. Ich glaube nicht, dass Wolflug. Vielleicht kein Hack in die Röhre, in die Lore. Sicher, dass wir da keine Vollmäuse reintun wollen. Du wirst schon deine Gründe haben. Tja. Den bekomme ich nicht auf. Herumhacken hat noch keinen zum Reden gebracht. Keine Chance, der geht nicht auf. In die Lore sitzen kann sie sich nicht. Die Wollmäuse können wir da scheinbar auch nicht reinpacken. Okay. Das müsste der Lore weiterfahren Knopf sein. Ein weiteres Rätsel. Und wir haben doch Wollmäuse, die können wir dort reintun. Der Lorencheck. Tja, ich würde mal sagen, ich mache erstmal eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, ein Stoßzahn. Vielleicht können wir das hier irgendwie miteinander kombinieren. Ich weiß ja nicht. Die Tür aufmachen mit dem Stoßzahn. Damit kann ich sicher die Tür aufbrechen. Oder auch nicht. Tja, okay, ich würde mal sagen, bis gleich. Ich mach kurz Pause. Man sieht sich. Willkommen, willkommen zurück. Weiter geht's. Und wir versuchen es nochmal mit der Lore. Was? Okay. Auf einmal. Ich kann doch nicht fliegen. Auf einmal können wir da rein und ich weiß jemanden, der fliegen kann. Jetzt können wir uns selbst durchschicken. Okay, wir können also in die Lore reinsteigen. Ja, wir sind keine Wollmaus. Anscheinend sehe ich den Wollmäusen nicht ähnlich genug. Wir haben noch Wollmäuse, vielleicht können wir. Alles klar. Sicher im Schutz der Wollmäuse. Knopf. Jetzt kommen wir durch. Das heißt, die einzige Aufgabe, die er macht, ganz den Knopf drücken, Wollmäuse vernaden und losschicken. Also Wollmäuse reinschaufeln und losschicken, Wollmäuse reinschaufeln und losschicken. Erfüllende Arbeit. Das ist eine sehr großartige Arbeit. Hallo, Molly. Hallo? Hallo? Wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Oh nein, lass mich raten. Ich heiße... Nicht sagen. Fängt dein Name mit einem M an? Nein, Robert. Fängt er mit einem P an? Robert? So spielt man nicht. Fängt dein Name vielleicht mit S an? Robert? Ist dein Name vielleicht Robert? Ja. Was? Wie konntest du das erraten? Jetzt rate meinen. Molly? Großer Gott, das stimmt. Wirklich? Oh. Der Wahnsinn. Was machst du hier? Rate. Nichts? Stimmt. Ach, toll. Der Job hier sieht ziemlich langweilig aus. Vorarbeiter. Wie vertreibst du dir die Zeit? Gar nicht. Alles hier ist öde. Das Kaffee ist öde, die Fabrik ist öde und du kannst dir in deinen ödesten Träumen nicht ausmalen, wie öde Wolle ist. Tja. Hey, wenn dir so langweilig ist, hast du Lust, was zu spielen? Lust an einer Umschulung? Ja!
tausendmal ja! Okay, hast du ein Lieblingsspiel? Oh, meine Güte, ich bin so aufgeregt. Spielen wir Fang. Aber du darfst doch hier bestimmt nicht weg. Oh, stimmt. Spielen wir Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist hart. Ich sehe was. Lore, Wollmaus, Brücke. Oh, nein, du meinst den Pausenlautsprecher. Oh, ist das aufregend? Ach du liebe Güte. Ja, ich meinte Wollmaus. Ich wusste es, ich habe gewonnen. Wuhu, das ist der beste Tag meines Lebens. Aha, wie deprimierend waren die anderen Tage. Und das denn besser ist. Hier in der Nähe gibt es doch eine Seilbahnstation. Ja, genau. Wo willst du denn hin? Aber das ist ein Vogelmehl. Ich will eigentlich nirgendwo hin, aber ich muss. Ja, wir müssen alle ab und zu Sachen tun, die keinen Spaß machen. Das steht auch auf dem Stadtwappen. Vollingen ist ein Pfeiler der asposischen Gesellschaft. Halt den Rand. Meine, das ist doch wie Conroy sagt. Denn Conroy. Wo würden wir denn hinkommen, wenn jeder immer nur das tun würde, was ihm Spaß macht? Jeder wäre glücklich und würde nett und zufrieden sein. Die Welt wäre wahrscheinlich erfüllt von glücklichen Asposern. Ja, kannst du dir das vorstellen? Alle wären zufrieden, wie Idioten? Wo kommen wir denn da hin? Ja. Das wäre schrecklich. Hat keiner jemals versucht, die Seilbahn zu reparieren? Nein, die Leute hier mochten die Idee von Anfang an nicht. Ich meine, dann könnten ja einfach alle abhauen und was von der Welt sehen. Obwohl ich genau das passende Werkzeug hier habe, um sie zu reparieren. Oh. Ah, gib das mehr. Ist gut zu wissen. Darf mir das auch sein? Das Werkzeug. Du hast also Werkzeug für die Seilbahn? Alles hier, sag mir nur, was du genau brauchst. Das ein Elfer, dreiviertel Zoller. Ich habe bestimmt 1000 verschiedene Schraubendreher. Ich kenne mich mit Werkzeugen. Nimm alles. Lass es, Junge. Das kann doch nur schief gehen. Okay, zeig mir einfach das Gewinde, dann gebe ich dir den passenden Schrauber. Müssen wir jetzt das Gewinde ausbauen. Was ist das? Was du da immer wirfst. Du meinst Happy den Hebel? Das ist mein Wurfhebel. Er ist mein einziger Freund. Hallo, Happy. Das klingt traurig. Dich. Kann ich den haben? Robert, willst du, dass ich vor Langeweile sterbe? Nein, natürlich nicht. Woher hast du Happy denn? Happy der Hebel. Oh, ich habe ihn gefunden, nachdem die Seilbahn abgestürzt ist. Das war das Aufregendste, was hier jemals passiert ist. Du kannst es dir nicht vorstellen. Der Krach, überall Splitter, Scherben und Zerstörung. Klingt furchtbar. Zerstörung. Und aufregend. Manchmal ist mir so langweilig, dass ich am liebsten irgendwas kaputt machen würde. Einfach nur, damit die Leere verschwindet. Tja. Hey, wie wäre es, wenn ich mir Happy eine Weile ausleihe? Ich meine, was mit ihm unternehme? Will er das denn? Ja, ich habe eben gehört, wie er gesagt hat, dass er mit mir mitkommen will. Na toll. Junge, wenn du denkst, dass ein Hebel mit dir redet, dann solltest du dir ernsthaft Hilfe suchen. Hörst du öfter Stimmen? Ich weiß noch, wen der dringend Hilfe braucht. Nur eine im Hinterkopf. Sie gehört Conroy und nennt mich ununterbrochen einen Versager. Versager. Ganz genau so. Noch mehr zum Hebel. Können Happy und ich einen Ausflug machen? Happy will nicht. Wenn du mir was anderes zum Spielen bringst, tausche ich vielleicht. Mach deine Arbeit vielleicht. Die Leute scheinen Conroy auf einmal ziemlich zu mögen. Mein Volk hat mich schon immer geliebt. Ja, ich weiß, das darf man nicht laut sagen, aber der Typ kam mir immer wie ein Diktator vor. Ich habe das Beten gehasst. Das war Ach, das Einzige, das noch langweiliger ist als Arbeiten. Er war ein furchtbarer Mensch. Die Leute sollten dankbar sein, dass er weg ist. Oha, sag das bloß nicht zu laut. Ich wünsche ihn mir sogar manchmal zurück, wenn ich dran denke, was der Emil aus der Welt gemacht hat. Wer ist dieser Emil? Ja. Ist als Baby ganz plötzlich hier aufgetaucht. Bumm, vor der Tür zum Kramladen lag er. Ziemlicher Eigenbrötler. Schon immer gewesen. Nicht, dass er nicht versucht hätte, sich bestimmt bei der Zeitreise. Aber ich mochte den nie. Hat immer aufgepasst, dass keiner zu viel Spaß hat.
Alles schön ordentlich, das war sein Motto. Das war auch Conroys Motto. Ein Mann nach meinem Geschmack. Den hätte ich sofort adoptiert. Ja, Emil mochte den Abt schon, als noch alle dachten, dass er nervt. Tja. Was hat dieser Emil denn vor? Naja, so wie es gerade aussieht, versucht er Conroy wieder zusammenzubauen. Oh nein, ich muss mich beeilen. Willst du zu der Hinrichtung? Hinrichtung? Was für eine Hinrichtung? Ja, Emil will Conroy zu Ehren die Flötennasen opfern. Also alle, die er eingesammelt hat. Oh, schräg. Es sind wohl gerade noch Conroyalisten unterwegs, die ein paar Tröten jagen. Oh Gott, ich muss ganz schnell den letzten Windmönch finden. Diese Conroyalisten wollen tatsächlich Conroy wiederhaben. Hey, was wäre, wenn ein neuer Windmönch auftauchen würde? Keine Ahnung, aber wo sollte man den denn hernehmen? Du weißt auch nichts darüber? Hast du mal den Bekloppten auf dem Dach der Schererei gefragt? Der erzählt immer von Windmönchen. Auf dem Dach? Andererseits weiß ich aber nicht, wie viel man ihm glauben kann. Er ist ein bisschen durcheinander, seitdem die Seilbahn abgestürzt ist. Er war ihr Führer, weißt du? Ich frag mich, was da passiert ist. Frag ihn doch einfach selbst. Mach's okay, gut, genug geredet. Mach's gut, Robert. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt aufs Dach. Fass. Das schleppe ich nicht mit. Können wir die Tür mal aufmachen? Sehr schön. Aha, von innen geht die Tür auf. Lassen wir sie mal auf. Schererei. Was für eine Schererei hier. Okay, hier haben wir ein Fließband. Da lasse ich lieber die Finger von. Knopf drücken. Da lasse ich lieber die Finger von. Aha. Zum Dach. Tja. Also. Eine Abdeckung. Getriebe. Da lasse ich lieber die Finger von. Oha. Denk jemand an die Mühlen. An Mühlendingern. Können wir Sand ins Getriebe werfen? Und können Stoßzahn reintun. Oh. Hast du die Mühle angehalten? Bring sie sofort wieder zum Laufen. Ups. Entschuldigung. Und dann wird dem guten Kerl doch schwindelig. Okay. Nach oben. Aha. Mit ihm können wir auch erst reden, wenn wir die das würde nicht festgehalten haben. Warum ist er daran festgebunden? Ja, das ist das Ziel. Da müssen wir also hin. Aha. Okay. Ups. Mist. Das klappt nicht. Türspitze. Vielleicht können wir die Türspitze vorher verrammeln. Warum sollte ich das tun? Damit sie nicht reinkommt. Nein, das wäre... Nein, das wäre gemein. Mhm. Ein Käse. Sehr schön. Und jetzt Getriebe anhalten. Hier ist niemand! Das sollte sie... Ab nach oben. Jetzt können wir mit ihm reden. Festgebundener Typ. Seltsamer Typ. Andererseits sind wir hier in Asposien. Das stimmt. Hallo? Lass uns reden.